das Grüne nehmen. Und den packen. Schön herumschleudern. Und weiter drauf einkloppen. So. Schön ein Aufwertpunkt. Das habe ich auch gebraucht. Objekte. Diese Kugeln werden sehr hilfreich mit der Zeit. So, was sieht jetzt... was kommt denn jetzt? Ah. Wir mussten nicht vorhin darunter springen. Das ist der richtige Weg. Und jetzt kommt mein Lieblingskampf in diesem Spiel überhaupt. Und ihr wisst ja, wer vorhin die Mission hatte, Nero aus dem Weg zu beseitigen. Kratos. Okay, das ist wirklich feige, ihn einfach von aus einem toten Winkel anzugreifen. Irgendwie sind alle in diesem Spiel so übermütig oder großkotzig. Gefällt mir. Er ist auch ein Dämon. Okay, das wird... Mal gucken, ob ich jetzt gleichzeitig kommentieren kann und auch kämpfen. Ohne zu viel abzubekommen. Ich glaube, hier brauchen wir jetzt nicht den Schlag den Schuss aufzuladen mit der Pistole. Aber kann er nicht schaden. So, wenn er das macht. Ah, Mist. Das könnt ihr ganz leicht kontern, wenn er den. Versucht ihn immer mit dem Devil Buster zu packen. Okay, okay. So, jetzt komme ich wieder rein. Weil, ihr seht, dass sein Schild langsam an Qualität verliert. Und wenn er diese Attacke macht, würde ich sagen, nach hinten ausweichen. Nicht so dämlich zur Seite, wie ich das gemacht habe. So, jetzt ist ein Schild kaputt. Verwandeln und ein paar Mal raufhauen und den Devil Buster. Jetzt dreht Nero völlig durch. Den kann er auch machen. Und immer das gleiche Verfahren wieder. Und das müsste eigentlich reichen. Deshalb mag ich den Kampf auch so sehr. Triple S ist ziemlich leicht zu erreichen. Ja, mein einziger Fehler war nur am Anfang. Da habt ihr gesehen, wie er nach hinten gegangen ist und sein Speer oder sein Schwert aufgeladen hat. Ja, damit hat er mich leider getroffen.
Aber wenn ihr rechtzeitig den Devil Buster einsetzt, und dann greift ihr das Teil und wirft es auf ihn zurück. Es betäubt ihn für eine kurze Zeit und ihr könnt dann weiter auf ihn draufdreschen. Und sie versteht das jetzt ganz anders. Also besser gesagt falsch. This isn't what you think. Why? Why did you do this? It was our intentions to protect you from the truth. Nero. Und er erzählt dir jetzt wieder ein paar Lügen oder versucht sie gegeneinander aufzuhetzen. Eine Schmeißfliege. Also ich werde es genießen, wenn ich den hier verprügeln kann, Agnes. Ja, Pech gehabt. Wieso bekämpft er auch uns? So, in den vorherigen Parts habe ich doch erzählt, dass, erinnert ihr euch noch an dem Part, wo wir auf dem Friedhof waren, nach dem Kampf mit, Bale, diesen gigantischen Frosch da. Da sind ja diese Sensenmänner oder was auch immer war aufgetaucht und unter der Brücke war ein Zettel mit einer Geheimmission. Und mit dieser Fähigkeit sind wir jetzt eigentlich in der Lage, diese Geheimmission ganz leicht zu erfüllen. Ups, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Na egal. Okay. Ich würde mal sagen, speichern, oder? Ja, speichern wir mal. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Aber ich glaube, ich mache jetzt ein paar weitere Parts.